Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Ich wieder mal starten, und zwar bei der nächsten Runde, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal heute wieder um ein weiteres Mikrofon von der Firma Tonor. Habe ja schon zwei davon mal getestet bzw. vorgestellt und für den Bekanntenkreis ein weiteres bestellen soll. Da habe ich gedacht, na, dann machst du das mal schnell und ziehst es gleich mal vor, weil du das Ganze dann selber nochmal vorstellen kannst. Das kommt hier in der Farbe Blau daher. So. Und zwar im Komplettpaket mit Mikrofon, mit Popschutz, mit Stativ, mit eigentlich allem und dieser Spinne, die ist auch noch dazu. Die Mikrofonspinne. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, da können wir alles dann von entnehmen. Von 20 bis 20.000 Kilohertz ist alles dabei. Beziehungsweise, also ich sage es nochmal falsch, von 20 bis 20 Kilohertz ist alles dabei. Dezibelannahme ist dabei. Gibt es das noch auf Englisch? Nee. Naja gut, dann müssen wir halt schauen, wie viel Informationen wir aus dieser Karte kriegen können. Wir haben hier auf jeden Fall erstmal obendrauf einen schönen Popschutz. Das ist schon mal sehr praktisch. Der filtert ja die Plopplaute immer raus. Ich mache den jetzt einfach mal auf, auch wenn es nicht meiner ist. Muss ja schließlich gucken, ob alles drin ist. So. So, ordentlich aufgerissen, Test vollbracht. Ein ordentlicher Popschutz sieht dann so aus, wo man dann hier Material hat von beiden Seiten. Somit ist dann also möglich, wenn ich jetzt die PF oder Ps-Laute mache, dass hier keine ungewünschten Töne im Mikrofon entstehen. Bin da jetzt auch nicht so ganz der Fachmann, aber auf jeden Fall ist das Ding biegsam und wir können das in jeder Position anbringen, dank Drehschraube an der Stelle hier. So, dann haben wir hier auf der rechten Seite noch so eine Mikrofonspinne. Die ist dafür da, dass keine Vibrationen sich ins Mikrofon rein übertragen. Auch die wird direkt mal geöffnet und rausgeholt. Gibt es meiner Meinung nach keinen großen Unterschied. Meine sieht genauso aus, will ich jetzt mal behaupten. Die ich habe jetzt nicht hier, wo ich durchspreche, sondern an einem anderen Mikrofon. Und dann ist eigentlich das Mikrofon hier in der Mitte und sitzt dann halt sozusagen hier im Freien, sodass es wirklich keine Vibration oder so aufnehmen kann. Und dann ist das Ganze hiermit befestigbar an dem Stativ, welches wir gleich noch sehen werden. Hier haben wir noch so eine Art Gewinde. Wahrscheinlich um den Zolldurchmesser zu verkleinern, je nachdem, wo wir es draufschrauben wollen. Aber wie gesagt, eine ganze Mikrofonspinne ist auch inklusive dabei. Dafür haben wir noch einen Wandler. Den hatte ich bei den anderen beiden Mikrofonen auch jeweils, weil das Mikrofon wird geliefert mit 3,5 mm Klinkenstecker und dann wird jeweils so eine kleine Soundkarte mitgeliefert, 7-Channel-Sound, 7.1-Channel-Sound, wie man das Ganze in den Computer übertragen kann oder wir können es auch aus dem Computer übertragen. Das heißt, wenn euer Klinkenport am Rechner kaputt ist, so ein Ding rein und ihr könnt sofort wieder den Klinkenanschluss benutzen. Per USB ist hier eine Soundkarte drinne, dann kommt der Ton hier wieder raus per Kopfhörer und hier geht er rein per Mikrofon. Dann können wir hier noch ansteuern, ob wir Mikrofon ein- oder ausschalten wollen oder allgemein den Sound. Volume up and down. Hier haben wir noch die einzelnen LEDs. Stromversorgung erfolgt über den 500 mA Port per USB. So, weiter geht's zum Mikrofon. Das ist hier gegeben. Alles wieder extra eingeschweißt. Muss alles seine Richtigkeit haben. Direkt durchgestochen. So, schauen wir mal. Gut aussehen tun sie alle, aber darauf kommt es immer nicht an. Das muss man von vornherein wissen. Wir haben hier auch den ganz normalen Soundstecker. Also ich habe ein ganz altes, ich glaube das T-Bone SC40 mit USB-Anschluss direkt und habe jetzt sozusagen hier die ersten Mikrofone von Tonor gehabt, die einen ganz normalen Anschluss haben, die dann digitalisiert werden über diese Mini-Soundkarte, wie ich es gerade gezeigt habe. Das Professional BM700 Tonor Mikrofon. Glitzern tut es auf jeden Fall schon mal gut. Da kann man an der Stelle nichts gegen sagen. Um das Glitzern wegzukriegen, kommt so ein Windfilter drüber. Das heißt, wenn ihr auf der Straße Interviews führt oder im Windigen irgendwas zu sagen habt, wenn ihr das Gerät an eure Kamera anschließt, kommt so ein Windschutz drüber und dann hört man die Windgeräusche entweder gar nicht mehr oder kaum noch. Dann sieht das aus wie im Fernsehen. Die haben auch alle so eine dicken Windschutzmikrofone oben drüber. Ansonsten haben wir hier natürlich noch einmal das Stativ. Das ist hier am Tisch anbringbar.
Oh, das ist das erste Paket, was ich nicht aufreißen muss, weil es schon offen war. Das ist schon mal nicht verkehrt. Genau. Das heißt, man guckt, das befestigt man dann am Tisch. Und zwar muss hier eigentlich noch eine Art Klammer dazu sein. Jo, hier ist sie. Das Ganze dann einfach hier rausnehmen. Auch die Tüte war schon offen. Sehr schön. So. Das Ganze wird hier an den Tisch geschraubt oder per Daumenschraube. Und dann kann hier oben auf der Seite dieser Mikrofonständer eingesetzt werden. Zack. Dann schraubt man hier natürlich auf, schraubt dann wieder zu. Zack. Schraubt wieder zu. Das Ganze hält jetzt dann so. Und ihr könnt das Ganze auseinanderklappen und dann in die richtige Position bringen. Die Spinne, mal ganz kurz hier wieder zusammenklappen. Keine Finger klemmen währenddessen. Nanu. Wie klappt man das denn? Achso. Ja, doch Finger klemmen. Alles klar. So. Also so kann man das Ganze dann verwenden. Muss ich mal ganz kurz schauen. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall kann man hier an der Seite die Spinne dann befestigen. Irgendwie. Irgendwo. Muss mal ganz kurz schauen, wie das Ganze geht. Hier klebt mir schon wieder so ein Zettel an den Finger dran. Irgendwie war das hier möglich? Oder habe ich einfach die falsche Seite genommen? Moment mal. Ich habe die falsche Seite genommen, weil hier ist das Gewinde. Und auf das Gewinde kommt dann da. Dieses kleine da drauf. Zack. Und dann kommt hier die Spinne drauf. Auch per Gewinde. Und dann sieht das Ganze nach ein paar Mal ungefähr so aus. Zack. Mikrofon kommt hier rein. Ihr seht, das wackelt dann da drinnen. Beziehungsweise es sitzt dann auch richtig gut. Ihr könnt das dann richtig tief reinstecken. So, dass man unten das Kabel wieder anstecken kann. Ich muss nochmal ganz kurz hier zurückschrauben. Sonst kriege ich Platzprobleme. So. So sieht das dann aus, wenn das Mikrofon in dem drinnen steckt. Kabel haben wir hier. Das klicken wir hier einfach nur rein. So. Ganz einfach rumgedreht. Und dann drücken wir das hier drin. Zack. Rastet richtig ein. Und wir können das Ganze natürlich, indem wir hier den Schalter bedienen, wieder rausholen. Ja, ansonsten schauen wir mal. Ah, ich weiß, ich habe die anderen Vergleiche zwischen den Mikrofonen noch nicht online, weil ich wusste doch noch, dass noch ein drittes kommt. Und dann werde ich die mal im Soundcheck alle mal durchgehen und dann nochmal hochladen, sodass man die Sounds auch hören kann vom Sprachtest her, wie das Ganze so funktioniert. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. So, das ist das Einsteiger-Set, womit man wirklich alles aufnehmen kann, sei es jetzt Sprache, Podcasts, Singsang oder viele andere Sachen. Tja, und alles zum Preis, wo man es wirklich gut bezahlen kann. Da hat man sein eigenes Mikrofon, seinen eigenen Popschutzfilter, der übrigens hier dann auch noch befestigt wird. Das habe ich gar nicht gezeigt, aber das, denke ich mal, kann man sich denken, wie man das befestigt. Und zwar immer so 5 bis 10 cm vor dem Mikrofon wird das Ganze hier dann an der Seite befestigt. Darum hier diese kleine Nase. So, das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App Review. Bis dahin, auf Wiedersehen.